Moin Leute, das Video wird geisteskrank, es ist ein Brookhaven Video und zwar werden wir heute nämlich Online Data in Brookhaven, also wir selber werden Online Data, wir können ja auch im nächsten Video mit Online Data vielleicht mal als anderer Charakter spielen. In diesem Video werden wir nämlich Online Data als Kind sein, das heißt wir werden ein Kind sein und probieren adoptiert zu werden. Vielleicht können wir mal ein Video machen, wo wir Online-Data so online beobachten, was die alles so machen. Okay, ich würde sagen, ich bin auf einem privaten Server. Ich gehe jetzt gleich in den richtigen Server. Ich werde mich jetzt hier noch schnell umstylen. Ich zeige euch jetzt am Ende mal das Styling gleich. Und dann schauen wir mal, ob wir dann adoptiert werden. Leute, ich glaube, so können wir doch am Ende aussehen. Ich habe mal die Haare einfach so gelassen. Die Haare passen so. Und ich glaube, so können wir hier als Online-Data-Kind unterwegs sein. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den öffentlichen Server. Okay, Leute, da sind wir jetzt. Ich muss mal gucken. Ich habe hier im Chat gesehen, dass nicht alle deutsch sind. Aber hier oben steht GEMA oder hier Mädchenklo. Deswegen, wir wollen mal hoffen, dass wir hier irgendwie ein paar finden. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt auf unser Skateboard auf und schauen dann mal, ob wir hier ein paar Personen finden. Wir können uns ja, glaube ich, mal ein Schild holen und da schreiben wir dann einfach mal drauf, dass wir eine Familie suchen. Mal gucken, ob es dann jemand adoptieren will. So, hier haben wir jetzt ein Schild, suche Familie und mal schauen, ob wir da wen finden. Ich würde sagen, ich zeige das jetzt mal direkt zu dieser. Hallo? Ich suche eine Familie! Bitte adoptier mich. Ich suche eine Familie! Und sie schaut sich das Ganze an. Okay, sie läuft gar nicht. Sie hat ein kleines Kind, oder was? Was sie denn? Sie sagt Hi, okay. Wir sagen mal direkt Hi zurück. Ja, du kannst mich garantieren. Hallo, hallo, die Frau da. Stehen bleiben, sofort. Ich habe eine Frage an Sie. Frau. Hallo! Sie können halt nicht einfach weglaufen! Kannst du mich adoptieren? Hallo? Okay, ich glaube, die will mich nicht ab. Wie viel schaut sie sich denn das Schild an? Ja, okay, sie steht halb drinne. Ja, sorry, wenn ich mich so drehe, so, bitte. Ach, Mann. Ich hab's nochmal reingeschrieben und sie hatte gerade ganz kurz diesen Kuscheltieraffen da. Lol. Warte mal. Ja. Ich glaube, sie will mich mitnehmen, Leute. Da geht's nicht raus. Leute, mal gucken, was passiert. Also irgendwie hat sie mich jetzt in diesen komischen Bollerwagen da drinnen. Mal gucken, wo sie mich damit hinbringt. Hallo? Du hast mich einfach liegen gelassen auf der Straße. Ah, danke. Wir müssen uns noch einen Namen überlegen, wie wir überhaupt heißen sollen. Ich würde sagen, wir nennen uns Tommy, oder? Ja, wir nennen uns Tommy. Wir sind jetzt Tommy, ab jetzt. Wir heißen jetzt aber jetzt Tommy. Oder? Oder wollen wir uns Leo nennen? Nein, wir heißen Leo, Leute. Das ist mein Name. Wir heißen jetzt Leo. Okay, ein interessantes Haus hat sie auf jeden Fall schon mal. Ja gut, ne? Da wollen wir mal schauen. Das ist anscheinend mein Schlafzimmer. Ich bin ein bisschen zu hoch aufgestiegen, aber scheiß drauf, das ist mein Schlafzimmer, Leute. Wir können uns ja direkt mal ins Bett legen. Scheiße, wo gab's denn das nochmal? Ach, hier. Was kommt davon? Hier bin ich. Okay, meine Mutter ist ein bisschen komisch drauf, aber na gut. Ich hoffe, ich kann mal richtig mit der mich unterhalten. Mal gucken, was sie mir hier zeigen will. Okay, sie legt sich auch schlafen. Soll ich mich auch schlafen legen? Hey, sie hat einen PC. Hallo, wie unfair ist das denn? Ist ja mega unfair. So, ich schreibe mal hin, bin müde. Mal gucken, was sie darauf schreibt. Sie schreibt gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine deutsche Mutter haben. Kann sein, dass wir eine englische Mutter haben oder so. Ja gut. Hier sind schon mal Schlafzimmer. Dann. Ja. Gute Nacht, Leute. Bis zum nächsten Tag. Okay, wir gehen nicht schlafen.
Aber Leute, wisst ihr was? Kinder sind doch nicht nachts einfach wach. Die zocken noch ein bisschen. So. Dann setze ich mich halt hin. Oh nein, jetzt habe ich den Gegenstand weggemacht, Leute. Komplett lost. So, dann setze ich mich halt hin. So. Setzen. Und dann schauen wir mal. So, Leute, wir zocken jetzt ein bisschen. Leute, ich glaube, wir müssen jetzt Kante machen, weil sonst können wir leider nicht zocken. Oh, dann zocken wir mal ein bisschen. Übrigens, Mama hat irgendwie gar nicht mal Licht ausgemacht. Komisch. Ich weiß ja nicht, Leute, aber ich glaube, meine Mutter ist ein bisschen lost. Wir gehen jetzt einfach von zu Hause abhauen. Familie. Ja! Sie hat mich mitgenommen! Oh ja, sie baut ein Haus! Leute, wir haben eine neue Familie! Deswegen ist halt irgendwie passe ich auch zu ihrem Look, weil sie hat so orange und dann auch noch schwarz und das passt irgendwie voll, weil ich habe auch schwarze Haare. Deswegen, also nicht in echt, aber hier in dem Game. Deswegen, ich würde sagen, das passt auf jeden Fall. Oh ja, ich bin jetzt auch Mitbewohner. Ich glaube, die ist wirklich deutsch, Leute. Ich schreibe mal hin, bin müde, Mama. Mal gucken, was sie darauf schreibt und ob sie mich mitnehmen wird. Okay. Oh ja. Aber sie schreibt nichts, aber sie zeigt mir auf jeden Fall mein Zimmer. Danke. Und ich würde sagen, ich leg mich... Was ist das da unten für eine Farbe? Oh ja, das ist rot. Da können wir uns theoretisch reinigen und irgendwie ersticke ich jetzt zwar, aber okay. Oha, meine Mutter designt sich sogar um. Zu meinem Style, okay. Ja gut, ne, ich würde sagen, Leute, dann schlafen wir erstmal ein bisschen und wir zocken natürlich heimlich. Aber das darf unsere Mutter natürlich nicht wissen. Und sie macht das Licht aus und geht raus. Und Leute, wir haben sogar ein Aquarium einfach in unserem Zimmer. Wie cool ist das denn, bitteschön? Und wir zocken jetzt heimlich unter der Decke, weil... Seid mal ehrlich, Leute, keiner von euch geht doch ins Bett und guckt keine Leandro-Videos, oder? Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal ein paar Videos von Leandro und dann legen wir uns erst hin. Oder vielleicht zocken wir noch eine Runde Roblox, wer weiß. Ja, um genau sein, eigentlich 6 Uhr morgens, aber meine Mutter weckt mich komischerweise immer noch nicht. Wisst ihr was, Leute? Oh nein, unsere Mutter hat uns die ganze Zeit beobachtet. Sorry. Oh nein, unsere Mutter war die ganze Zeit um die... Sie liest uns ein Buch vor, glaube ich. Wie cool. Unsere Mutter ist ja richtig geil, die liest uns sogar ein Buch vor. Ich habe jetzt mal hingeschrieben ZZZZ, weil das schreibt... Also das ist ja dieses Müdezeichen sozusagen. Also man kann das so als Müdezeichen bezeichnen und dann mal gucken, wann mich meine Mutter weckt. Weil... Steht die eigentlich immer noch um die Ecke? Nein. Okay, jetzt ist sie komplett rausgegangen. Okay. Okay, meine Mutter kommt einfach zu mir ins Zimmer. Oh, Junge, ich glaube, sie will mich wecken. Mal gucken, was sie jetzt schreibt. Ob sie schreibt aufstehen oder so. Was? Klamolum Sarah Uldu? Oh nein, das ist auf jeden Fall keine Deutsche. Ja, okay. Oh, sie nimmt mich mit. Ja, okay. Ich habe Hunger, aber sie hat mich doch vorhin verstanden. Also... Anscheinend kann sie doch Deutsch oder so, weil sie hatte mich verstanden vorhin, oder nicht? Ja, Leute, meine Mutter steht gefühlt schon circa, keine Ahnung, 2 Minuten oder so hier und die macht gar nichts. Ich habe immer noch mal hingeschrieben, Hunger zur Fürsorge, dass ich irgendwann mal was bekomme, weil... Ich habe Hunger! Ja, sie hat sich bewegt. Mach mal los. Ja, jetzt gibt's Essen! Es gibt kein Essen. Wer ist sie denn?
Oh nein. Oha, eiskalt gebannt. Ja, aber sie wollte nicht gerade irgendwie nach draußen. Willst du mich jetzt erst aussetzen? Wir gehen spazieren, hä? Davon habe ich aber nicht geredet. Ich muss sagen, die Auflösung ist schwer zu sagen, dass ich ein YouTuber bin, wenn ich so eine Mutter habe, die nicht Deutsch spricht. Oh, okay. Wir fahren im Auto, mal gucken, wo wir hinfahren. Okay, wir gehen hier essen, okay. Wir gehen im Brock Diner und... Aber sie versteht nicht, Leute. Okay, ich setze mich ein bisschen chilliger hin, ne? Ich bin ein bisschen chilliger hier am Start. Okay, Mama geht das Essen holen. Ja, 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 so ein Ding ist es nämlich. Mama holt ihr Essen für uns beide. Ah, sehr schön. Gibt's denn hier Fleisch mit, keine Ahnung. Also irgendwas Grünes auf jeden Fall und so Chips oder so. Ich habe keine Ahnung, könnte auch Mayo sein. Wobei Mayo wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Ich schreibe einfach mal lecker und Mama steht neben dem Essen. Cool. Okay, sie hat den Kinderwagen genommen. Da passe ich aber nicht rein, du musst erst das Baby rausmachen. Nice. Lass mich mal. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Also wir nehmen hier mal, nein, nicht dieses Flussfett, dieses hässliche. Dann nehmen wir das hier, Kleinkind. Und dann kann man die Mutter hier reinschmeißen, ne, glaube ich. Ich glaube, dann können erst die Kinder rein. Du musst das Baby da raus machen. Oh nein! Er passt, da komme ich nicht rein. Hilfe. Jetzt. Perfekt. Leute, wir sitzen im Kindergarten. Wir sitzen im Kindergarten. Genau, jeder kennt's. Nein. Okay, ich gehe hinten drauf. Passt schon irgendwie. Ich saß im Kinderwagen, aber das Ding ist halt, ich saß im richtig heißen Motor drinne. Wobei, abgesehen davon, wir sind nicht lange gefahren, muss ich sagen. Okay, anscheinend fahren wir wieder nach Hause, weil sie fährt genau gerade den gleichen Weg wieder nach Hause. Oh ja. Hä? Achso, das ist ihr Haus. Ja. Okay. Warte. Wir müssen in den Kinderwagen rein. Ja. Bin drinne. Oh, Digga, einfach husten am Fall hier. Ich habe eingeschrieben, können wir Fernsehen? Und... Oh. Darf ich mich einfach hinsetzen, so? Und dann Fernsehen? Ich meine, ich wollte Fernsehen sehen. Oder sehen. Oh, so eine süße Tiersendung. Die kann man immer mal gucken. So, let's go. Okay, mal. Stimmt wirklich. Aber ich habe wenigstens sauber gemacht. Ich schreibe bei zum Ende noch, ich muss kaka. Muss nämlich wirklich kaka. Deswegen fragen wir direkt mal meine Mutter, wo das Klo ist, beziehungsweise dass ich kaka muss. Okay, sie nimmt sich jetzt. Hallo, ich habe gesagt, ich muss auf Toilette, nicht ich muss zum Einkaufsladen oder sowas. Okay, sie will mit mir zur Eisdiele gehen. Ich nehme Bubblegum. Oh ja. Ich nehme Bubblegum, auch wenn ich einen Mundschutz auf habe. Trotzdem passt das schon. Oh. Wir können wieder Auto fahren. Yeah! Ich wollte mal ganz kurz gucken, haben wir Deutsche im Chat? Nein? Alter, wir sind die einzigen Deutschen. Yeah! Gegen Mama! Renn voran! Das ist ja geil! So, das wäre getan. Ich hab gewonnen, glaube ich. Ich gewinne immer, Leute, müsst ihr euch merken, ne? Also wenn ihr gegen mich mal irgendwie spielen solltet in so einem Zentrum, ich gewinne immer, merkt euch das.
Meine Mama hat mich einfach gerade ganz kurz aus dem Auto rausgelockt. Ich glaube, die will mich nicht mehr. Und warum ist einfach nur mein Kopf auf dem Sitz? Wie horrorgruselig ist das denn? Junge, bei Mama ist auch gefühlt der halbe Körper weg. Zur Schule. Ah. Und holen. Jetzt soll. Tschüss. Ja, tschüss, Mama. Ich hab gerade ganz kurz reingehört. Okay. Ja, ist ja anscheinend der Lehrer. Ich schreib mal Hallo. So, mal gucken, ob er der Lehrer ist und ob er mich hier unterrichten wird. 40X. Oh, 48P. Das sieht so aus, als wenn ich meine Aufnahme bearbeiten würde mit der Grafik. Ey Leute, meine Mutter steht da draußen. Und warum muss ich überhaupt nachts in die Schule? Leute, wie gruselig. Meine Mutter steht einfach am Fenster. Für? Ah! Oh mein Gott, ich wollte gerade da dran schreiben. Leandro, Ami, mit einmal kommt meine Mutter hier rein, Digga. Geht denn da ab? Ich hab jetzt meine Mutter auf dem Rücken. Mama, ich will nach Hause. Es ist nach Hausefahrzeit, kein Bock mehr auf Schule. Leute, der Lehrer, der steht da einfach so da steht da einfach so draußen. Da sind wir auch schon zu Hause und ich muss sagen, Mama ist echt gut gefahren. Also no front, ne, aber du bist wirklich echt gut gefahren, Mama, muss ich ehrlich mal sagen. Auch wenn ich hier auf gefühlten zynischen, genau, zynischen. Auch wenn ich hier gefühlt auf ein zynischen, keine Ahnung, Digga, Server bin, sage ich jetzt trotzdem. Dir was sagen. Punkt. Ich hab viermal Punkt gemacht, oh nein. Ich bin Punkt. Ein. Und jetzt mache ich mein Outfit zu meinem neuen, zu meinem richtigen Outfit. Oh, sorry, Mama. Aber ich bin kein YouTuber, ich bin ein YouTuber. Oh nein. Leute, es ist wirklich katastrophal geendet. Sag mal, ich bin ausgewachsen. Ja. Und ja, dann hoffe ich, Mama bekommt doch ein geiles Leben mit dem anderen Kind, was da war. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis nächstes Mal und ciao, ciao. Und Digga, das Online-Dating war heute ganz schlimm, weil der Junge, der läuft da so ein Polizist lang.